Hallo, grüß euch, ich bin's Walter Peyer. Heute gibt's wieder Gymnastik mit mir. Wirbelsäulengymnastik ganz ohne Geräte. Das kann jeder mitmachen. Ich freue mich, wenn's mit euch mit mir bewegt. Wir fangen an zum Aufwärmen. Einmal ganz locker am Stand marschieren. Wir sind aufrecht, Brustbein ist gehoben. Arme nehmen wir ganz locker neben unserem Körper mit. Wir werden immer schön mit den Zehen aufkommen am Boden, bis zur Ferse abrollen und wieder ganz dynamisch auch mit dem Hilfe vom Zehengelenk wieder das Bein nach oben bringen. Ganz locker marschieren. Schön aufrecht, stolze Haltung. Die Arme nehmen wir schon schön dynamisch mit. Ellbogen zieht nach hinten, so schönes Läuferdreieck, wir wollen hinterm Körper Fenster sehen. Und dann werden wir mal die Beine öffnen und schließen. Und schön aufrechte Arme gehen mit. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Schön, wir beginnen immer mit dem gleichen Bein. Dann ruhig einmal rauschen und mit dem anderen Bein öffnen und schließen. Und ein letztes Mal, wir bleiben wieder schmale Spur. Und dann haben wir die Knie und die Zehen nach außen schauen lassen. Schön spüren, zu deiner Hüfte. Dass deine Hüfte tut und dann wieder nach vorne schauen lassen. Und wieder ganz dynamisch mit dem Sprunggelenk mitarbeiten, hinten nochmal nach außen. Ja, so weit, wo man sich wohlfühlt, so weit wie es geht. Und wieder die Zehen und die Knie nach vorne schauen lassen. Und einmal noch Knie und Zehen nach außen schauen lassen. Und nach vorne. Und dann werden wir nochmal langsam breiter. Und von dort haben wir kleine in der Bewegung. Und dann noch das linke Bein, das rechte Bein im Wechsel. Belasten, kleinen Step Touch. Ferse lassen immer in der Luft. Ja? Und die Arme ganz locker mitschwingen. Darauf achten, dass wir aufrecht bleiben, nicht nach vorne ziehen lassen. Von den Armen, wir bleiben aufrecht. Und dann schwingen wir mal nur mit dem rechten Arm. Oberkörper darf ruhig immer mitrotieren. Schauen wir dann, dass die Ferse wirklich immer in der Luft ist. Und verdrehen unsere Knie, das wollen wir nicht. Und dann gehen wir in die Streckung. Strecken. Strecken. Dann bleiben wir mal. Lang ziehen, lang werden. Von den Fingerspitzen bis in die Zehenspitzen. Lang werden. Und wieder Bewegung. Und dann wechseln wir mal den Arm. Der andere Arm schwingt. Und wieder den Rumpf mit rotieren lassen. Ferse in der Luft. Und wieder in die Streckung gehen, lang werden und dann bleiben wir lang. Von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen, lang werden, Schultern bleiben tief. Und wieder ganz locker mit beiden Armen ausschwingen. Und wir werden wieder schmal in unserer Spur und wir tippen nach vorne. Arme gehen gleich locker mitnehmen. Und jetzt heben wir vorne das Bein. Das
nach oben. Kurz halten. Halten. Eins, zwei, drei, halten. Eins, zwei, drei, anderes Bein. Wir halten oben, wir bleiben. Der gegenüberliegende Arm drückt, die Hand drückt gegen das Knie. Fest. Nicht nur mit den Fingern, sondern wirklich schön mit dem Handteller. Drück mal dagegen. Spürt es mal rein in Bauch, Hüfte. Da rührt sich schon was. Da ist Kraft dahinter. Stabilisatoren arbeiten, sind nur auf einem Bein. Und spüren, wie wir dagegen drücken. Andere Seite. Ausatmen, ich drück fest dagegen. Atem fließt. Wahrnehmen, was da drinnen passiert. Ja, wir spüren den Bauch. Sehr gut. Und dann wieder ein nach oben bringen. Wir bleiben wieder. Und wenn wir da oben sind, wollen wir aber dann nach hinten rotieren. Ja. Den Blick mitnehmen. Und andere Seite. Halten. Wenn es zu wackelig ist, kann man natürlich auch den Blick nach vorne geben. Aber für ein paar Sekunden halten. Wenn es zu wackelig ist, Blick einfach nach vorne, Punkt fixieren. Oder mit deiner Hand nach hinten mitschauen. Und dann rotieren auf diese Seite zurück, wo das Knie vorne ist. Ich wackle auch, ist erlaubt. Da trainieren wir unsere tiefen Muskeln. Die Schultern bleiben tief. Und jede Seite noch einmal. Locker marschieren. Und dann werden wir langsamer und finden einen guten Stand. Wir stellen uns in etwa schulterbreit auf. Schultern ziehen wir hinten tief nach unten in schöner Position. Und von da aus gehen wir jetzt in die Kniebeuge. Kniebeuge nicht gehen nach hinten, wir sitzen uns nach hinten. Die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen, die Zehen schauen in die gleiche Richtung. Jetzt geht also mein Brustkorb hier rum und kommt nach unten und wieder nach oben. Ausatmen, wenn ich mich nach oben drücke. Vorstellen, das Gesäß ist unser Motor und drückt uns nach oben. Wenn ich nach oben komme, dann ein Bein abheben. Gar nicht darum, wie weit wir das Bein abheben. Weg vom Boden. Und auf einem Bein. Gleichgewicht finden. In der Mitte, wenn wir nach unten gehen, beide Beine gleich belastet. Und nach oben stehen wir auf einem Bein. Wackeln. Trainieren wir. Das ist okay. Schöne Kniebeugen, schöne Haltung, schöner Rücken. Jede Seite noch einmal. Sehr gut. Dann suchen wir wieder einen guten Stand. Mit den Füßen fest verwurzeln am Boden, Knie leicht durchlässig. Beckenneutrale Position, Brustbein gehoben, Schultern tief, nackenneutrale Position. Wir geben unsere Hände zum Hinterkopf. Einatmen, Schultern tief. Einatmen, beim Ausatmen rotieren wir zur Seite.
Einatmen, beim Ausatmen neigen wir uns zur Seite. Einatmen, wir kommen wieder hoch. Ausatmen, noch ein Stück weiter rotieren. Einatmen, ausatmen, wieder ein Stück nach unten neigen. Einatmen, wir bleiben in der Rotation und beim Ausatmen noch ein Stück weiter. Zweimal schaffen und wieder ausatmen, nach unten neigen. Kommen wieder zurück zur Mitte. Jetzt wollt ihr zwischen nochmal auslockern. Dann wieder schöne aufrechte Position, Schultern tief. Einatmen, ausatmen, Rotation. Einatmen. Beim Ausatmen neigen wir uns zur Seite. Wir kommen wieder hoch, aber bleiben in der Rotation. Und ausatmen. Noch ein Stück weiter. Ausatmen. Wir neigen uns wieder zur Seite. Kommen hoch. Einatmen und beim Ausatmen noch so weit wie wir schaffen, rotieren wir. Ausatmen, wir neigen uns wieder, Ellbogen nach unten. Und dann gehen wir wieder hoch. Und auslockern. Und jetzt tippen wir nach hinten, mal das linke Bein, mal das rechte Bein. Tippt nach hinten. Jetzt drehen wir mal zur Seite. Und dann bleiben wir mit einem Bein nach hinten getippt. Und jetzt kommt der Oberkörper leicht nach vorne, aber wir wollen nicht hier knicken, sondern wir wollen eine Linie. Das Becken holen wir auch nach vor. Wir wollen hinteres Bein, Becken, Oberkörper, eine Linie. Und gehen die Arme mit nach oben. Schultern tief nach hinten gezogen. Daumen schauen nach oben. Beim Ausatmen holen wir die Ellbogen her. Beuge die Ellbogen, zieh her. Einatmen, lang werden. Ausatmen. Sie haben die Ellbogen wieder her. Nächsten Ausatmen bleiben unsere Ellbogen bei uns. Beim Ausatmen Rotation zu der Seite, wo das Bein vorne ist. Zur Mitte einatmen. Ausatmen. Rotation. Schultern tief, nackenneutrale Position. Das ist okay, wenn wir da ein bisschen wackelig sind auf den Beinen. Dann trainieren wir wieder, wenn wir wackeln. Einatmen und lang gezogen. Pause. Okay. Lang werden. Lösen. Dann wechseln wir gleich das andere Bein. Lang. Schau, dass wir nicht geknickt sind, sondern wirklich schön eine Linie wieder haben. Und wieder ausatmen. Ganz einfach. Einatmen, lang werden. Nackenneutrale Position. Bleiben wir wieder unten mit den Ellbogen. Einatmen, beim Ausatmen, Rotation. Wirbelsäule bleibt lang. Die Ellbogen bleiben immer gleich weit voneinander entfernt. Letztes Mal. Und wieder nach oben kommen. Sehr gut. Und jetzt machen wir so, dass wir auf den Boden gehen. Wir werden das hintere Bein beugen, kommen in den Halbkniestand, in den Kniestand. Und von da aus kommen wir nach unten in den Vierfüßlerstand.
Dann schauen wir wieder, dass die Knie unter den Hüftgelenken platziert sind. Die Hand ist unter den Schultern platziert. Von da aus nochmal mobilisieren. Rund werden. Katzenbuckel. Pferderücken. Katzenbuckel. Neutrale Position. Die Zehen werden wir hinten aufstellen. Und dann nochmal die Knie abheben vom Boden. Ja, die Knie ab vom Boden. Und von da aus machen wir das gleiche nochmal. Rund werden. Katzenbuckel. Pferderücken. Wenn das zu schwer ist, spüren wir mal, wie schwer unser Rumpf eigentlich ist. Wenn es zu schwer ist, ruhig die Knie wieder am Boden. Katzenbuckel. Pferderücken. Letztes Mal. Und dann die Knie wieder auf den Boden geben. Und von da aus gehen wir jetzt in die Bauchlage. Zuerst einmal wollen wir mal nur die Stirn auf den Handrücken legen. Und von da aus wollen wir mal beim Einatmen den Bauch locker lassen. Und beim Ausatmen wollen wir die Bauchdecke, also den Bauchnabel, sanft nach innen Richtung Wirbelsäule bringen. Ja, Körpermitte festmachen. Ausatmen, locker werden, spüren, wie der Bauch in die Matte sinkt. Mit dem Ausatmen vom Bauchnabel Richtung Wirbelsäule spüren, wie wir unsere Stabilisatoren einschalten. Beim nächsten Ausatmen lassen wir unsere Stabilisatoren eingeschaltet, sowohl beim Ausatmen als auch beim Einatmen. Unsere Körpermitte ist fest. Wir heben unseren Rumpf hoch. Halten fest. Immer wieder runterlegen, spüren, locker lassen. Und beim nächsten Ausatmen wieder die Körpermitte festmachen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule spüren, wie die Körpermitte fest ist. Und dann nochmal das linke Bein und den rechten Arm heben. Und umgekehrt. Ausatmen, wir heben. Einatmen, wieder absinken. Der Blick ist zur Matte, der Nacken ist in einer neutralen Position. Körpermitte ist fest. Unsere Wirbelsäule geschützt durch unsere Muskelkraft. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, heben. Jetzt nehmen wir nochmal die ganze Kraft zusammen. Bauchmitte ist fest. Und dann machen wir nochmal kleine Hackbewegungen. Körpermitte ist fest und stabil. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, noch 5, 4, 3, 2, 1, absenken, erst wenn wir am Boden liegen, erst dann Körpermitte wieder lösen, locker lassen, sehr gut, und drücken wir uns einmal hoch, in den Vierfüßlerstand nochmal und kommen so in die Sitzposition, beziehungsweise wir legen uns gleich wieder in die Seitlage. Und zwar legen uns auf die Seite. Wir suchen eine gute Position für unseren Kopf.
wenn du ein Handtuch oder irgendwas hast oder Polster, gerne drunter legen, sodass wir da im Nacken eine gute Position haben für unseren Oberkörper, für unsere Halswirbelsäule, dass ich es rauskriege. Die Beine mal vorne abgewinkelt. Dann legen wir mal unsere obere Hand vielleicht so auf den Bauch. Und dann spüren wir mal, der Bauch ist jetzt ganz locker. Und dann wollen wir mal unsere Körpermitte festmachen. Das heißt, beim Ausatmen wollen wir den Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule bringen. Spüren, Bauch verschwindet aus unserer Hand. Ist fest. Beim Einatmen lassen wir wieder locker spüren, wie der Bauch wieder in unsere Hand reinkommt. Ja? Beim Ausatmen schwindet aus unserer Hand der Bauch. Die Bauchmuskeln sind fest. Unsere ganzen Innereien werden jetzt von unseren Muskeln, von unseren tiefen Bauchmuskeln gehalten. Und wieder locker lassen. Beim Einatmen. Ja? Ich möchte nur, dass ihr das spürt. Wenn ich den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule bringe, wenn ich anspanne, wie der Bauch da verschwindet aus meiner Hand, ja, das Gefühl kriegen. Bevor wir uns mit unserer Übung beginnen, werden wir jetzt da noch unsere Wirbelsäule in Position bringen. Das Becken ist jetzt eigentlich schief. Ich möchte es auf eine gerade Linie bringen. Ich schiebe mal mein Becken ein bisschen weg. So, dass ihr das Gefühl habt, die beiden Hüftknochen sind auf einer geraden Linie, senkrecht. Ja? Das heißt, wenn ich mein Becken ein bisschen wegschiebe, eine gerade Linie finden. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule bringen. Ausatmen. Jetzt ist alles fest. Ich habe da in der Taille gefühlt ein Luftloch. Ja? Okay, und von da aus möchte ich natürlich auch mein Becken noch stabil halten. Wir stellen uns da ein Wasserglas rauf. Hebt das Bein. Ich schiebe das Bein nach hinten. Ferse schiebt nach hinten. Streckt das Bein. Ziehe es wieder nach vorne. Einatmen, ausatmen, ich schiebe nach hinten. Genau, und wieder nach vorne. Lassen wir gleich schon das Sprunggelenk mitarbeiten. Denkst du, Hüfte, eine Linie, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, euer Luftloch. Wirbelsäule ist geschützt. Muskelkraft. Ausatmen. Einatmen. Da bin ich ganz stabil. Letztes Mal lassen wir Beine nach oben. Nochmal kontrollieren. Becken gerade. Bauch ist fest. Immer noch mal teilen doch. Knie zueinander. Zehen zueinander. Rücken stabil bleiben. Sehr gut. Lächeln. Gleichmäßig atmen. Eine Kontrolle. Bin ich fest. Alles geschützt. Da drinnen. Spüren Sie im Gesäß? Toller Nebeneffekt. Und ein letztes Mal. Knie, Zehen. Achtung, ich lege mein Bein ab. Erst, wenn ich abgelegt habe, lasse ich locker. Da sinkt wieder kein Luftloch mehr. Bauch ist wieder ein bisschen rausgekommen. Becken ist wieder zu mir hergekippt. Okay. Dann gehe ich wieder zu meinem zweiten Arm dazu. Ich schaue, dass immer meine Knie übereinander bleiben und fahre mit dem Ellbogen nach hinten, so weit wie ich es halt schaffe. Komme ich nach hinten, da bleibe ich stabil. Ausatmen. Einatmen nach vorne. Ausatmen. Und ein letztes Mal. Weit nach hinten. Und ich gehe wieder nach vorne. Okay. Drück mich hoch. Sitzposition. Vielleicht mal kurz nach vorne kommen.
Oh, genießen. Und zweite Seite, gleiches Spiel. Ich suche mir wieder eine gemütliche Position, dass mein Nacken entspannt bleiben kann. Und wieder meine Knie nach vorne. Zuerst wieder einrichten. Das mit dem Bauch brauchen wir jetzt nicht machen, das haben wir schon sehr gut im Griff. Ja, dass wir die Bauchmuskeln anspannen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Vielleicht einfach mal den oberen Arm in den Boden drücken. Dann spürt man auch schon, wie man in der Körpermitte fester wird. Und wir schauen wieder mal Becken auf eine gerade Linie bringen. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Körpermitte ist fest, wieder gefüllt. Das Teil ein Luftloch. Das Becken wird nur stabil. Alles ist fest in der Mitte und wir fahren wieder um. Nach hinten schieben. Ausatmen. Einatmen nach vorne. Sprunggelenk mit Bewegung. Ferse schiebt nach hinten. Ballerinafüße nach vorne kommen. Letztes Mal. Wir bleiben noch fest. Noch mal kontrollieren. Hüfte eine Linie. Bauch ist fest. Luftloch in der Taille. Becken stabil. Knie zwingen. Gerne mal schreiben, wie es dir geht bei den Übungen. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Letztes Mal. Wir legen das Bein ab. Erst dann lassen wir wieder locker. Ja. Alles klar. Dann machen wir wieder unsere Ellbogen vorne. Knie. Bleiben, Hüfte bleibt. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und ein letztes Mal. Aus. Drehen wir uns gleich weiter auf den Rücken. Beine sind aufgestellt. Rücken. Danke, mal wieder schön lang gezogen. Und von da aus. Dann haben wir zuerst wieder den unteren Rücken rund machen. Also stellen wir uns vor, wir machen nur mit der linken Wirbelsäule einen Katzenbuckel. Und dann Pferderücken. Nur mit der linken Wirbelsäule. Beim Ausatmen drück die linken Wirbelsäule in die Matte. Beim Einatmen lässt du wieder locker. Spüren wir wieder Luft zwischen Matte und zwischen unteren Rücken, also linken Wirbelsäule. Beim Ausatmen linken Wirbelsäule Richtung Matte, Bauch ist fest. Und beim Einatmen lässt du wieder locker. Spüren, wie die linken Wirbelsäule wieder abhebt. Spüren, also der Katzenbuckel, wenn die linke Wirbelsäule in die Matte drückt, fühlt sich ja wieder richtig an. Und die Pferderücken machen die linken Wirbelsäule viel Platz zwischen Matte
und sie schenken. Also viel Luft ist auch nicht das Wahre, da finden wir jetzt wieder eine gute Mitte. So. Und jetzt schieben wir. Gedacht, das Steißbein Richtung Fersen. Dann kommen wir nach oben. Wenn wir Wirbel für Wirbel nach oben wollen, dass wir so auf den Schulterblattspitzen sind. Ein bisschen nach unten. Ein Wirbel auf den anderen, dann wird auf die Matte bringen. Ein bisschen nach oben. Beim nächsten Mal bleiben wir oben. Wir wollen jetzt wirklich schön stabil bleiben hier. Ein Fuß geht auf die Ferse und der andere Fuß auf die Zehenspitzen. Dabei versuchen wir unsere Hüftknochen stabil zu halten. Und ein letztes Mal. Und dann kommen wir wieder nach unten. Und dann holen wir ein Bein nach unten zu uns her. Genau, schnappen wir es noch unter dem Kniegelenk und gleich herholen. Das Becken auf Kippen. Wir dehnen die Faszien im unteren Rücken. Jetzt viel Stabilitätsarbeit geleistet, bringen wir wieder ein bisschen Bewegung rein. Und ein Bein nach dem anderen wieder nach unten. Und über die Seite rollen wir uns nach oben und kommen wieder in die Sitzposition. Schön tief die Schultern. Und von da aus wollen wir mal kurz nach hinten kommen, lehnen uns ganz gemütlich nach hinten. Schöne Rücken. Linkes Bein, das rechte Bein ausstrecken, bleiben immer schön in Position. Nur meinen linken Bolster da reingedrückt bekommen, Schultern tief. Kann das einmal versuchen mit beiden Beinen. Wir haben die Beine gestreckt und sie hoch. Es gibt viele Möglichkeiten, die du versuchen kannst. Und zum Schluss noch ein bisschen was für die Bauchmuskeln. Lächeln, schöne Haltung. Okay. Und dann nochmal schön aufrechter Sitz. Wir nehmen ein Bein, schlagen es über das andere, außen am Knie abgelegt. Werden wieder lang, ja, schön gestreckt in der Wirbelsäule. Und beim Ausatmen rotieren wir nach hinten. Wir bleiben schön gestreckt in der Wirbelsäule und so weit wie möglich nach hinten rotieren. Aber wenn wir jetzt da so verdreht sind, versuchen tief einzuatmen, durch die Nase tief einatmen, durch den Mund aufmachen. Und wir kommen wieder zur Mitte. Wechseln. Andere Seite, gleiches Spiel. Groß werden, lang werden. Und wieder nach hinten. Wir wollen wirklich schön groß bleiben.
gestreckt in der Wirbelsäule. Rotation. Tief einatmen in den Bauch. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Und dann gehen wir beide Beine nach hinten, gehen wir wieder in den Vierfüßlerstand, richten uns auf, drücken uns nach oben. Und von da aus machen wir die Wirbelsäule nochmal durch, mobilisieren. Gerader Rücken nach hinten sitzen bei der Kniebeuge. Gerader Rücken nach unten, einatmen und beim Ausatmen. Oben rollen, einatmen, gerade Rücken nach unten, ausatmen, rollen uns wieder nach oben. Lang werden, durchstrecken nochmal, gerne die Zehenspitzen mitnehmen, richtig lang werden, einmal nach vorne strecken, zur Seite, nach hinten, in alle Richtungen, damit durchbewegen. Nochmal einatmen, ausatmen. Relaxen. Einatmen, Schultern lassen wir tief. Und ein letztes Mal. Und dann sage ich Dankeschön. Ich hoffe, euch geht es jetzt besser, als wir vor ein paar Minuten noch bevor wir gestartet sind. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wie gesagt, gerne einen Kommentar hinterlassen. Tschüss! Baba!